bin Matze und wir stehen hier vor unserem Store in Berlin. Heute kommt die Hertha zu Besuch. Sie wird uns das neue Auswärtstrikot vorstellen, eine Autogrammstunde geben und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ennis, hi. Ich freue mich, dass du hier bist. Du hast dich jetzt schon ein bisschen im Laden umschauen können, im Store. Was hältst du davon? Gibt es irgendwelche Sneaker oder irgendwas, auf die du total abfährst? Also, ich glaube, die Auswahl ist sehr, sehr gut. Natürlich ist mein Nike Era meine Lieblingsecke, nee, aber also ich habe mir den ja noch nicht so gut oder so perfekt anschauen können, aber das werde ich, glaube ich, nach der Autogrammstunde machen. Und ich freue mich drauf, habe schon gehört, dass ich mehrere Codes habe, wo man halt schießen kann, dribbeln kann und das werde ich mir mal anschauen. Perfekt. Im Moment spielst du ein Superfly, ist richtig? Richtig, ja. Genau. Ist für dich so in der Vergangenheit ein Schuh, wo du gesagt hast, boah, das ist ein absolutes Brett, also den will ich jederzeit wieder nehmen, war der beste Schuh, den ich jemals getragen habe? Also ich bin mit Nike groß geworden, habe auch mal zwischenzeitlich Adidas Schuhe mal getragen, aber ansonsten kann ich mich sehr gut an den Tempo damals erinnern, mit dem langen Nike-Zeichen. Okay. Das war ein sehr, sehr guter Schuh, an den ich mich sehr gerne erinnere und den ich auch sehr gerne gespielt habe. Ansonsten ja, bin ich mit dieser Viper-Generation aufgewachsen. Ich kann mich noch gut erinnern, als der erste rausgekommen ist. Den wollten wir alle haben, haben ihn alle getragen und das sind so die Schuhe, die halt so ein bisschen im Kopf geblieben sind. Neue Saison, gibt es natürlich immer irgendwelche Ziele, die man sich steckt oder auch die Mannschaft haben. Wie sehen denn die Ziele für die Mannschaft aus? Was wollt ihr erreichen? Gibt es irgendein Ziel, das ihr euch gesteckt habt? Also ich glaube, dass wir uns Ziele noch nicht so hoch stecken dürfen oder sollten. Wir wollen die Saison so gut wie möglich halt auch anfangen und starten. Ich denke, wenn dabei 2-3 Plätze höher bei rausspringt, wie es letzte Saison der Fall ist, dann sind wir sehr zufrieden. Natürlich nehmen wir alles gerne mit, was darüber hinaus rausspringt. Aber ansonsten, hoffen wir im Pokal so weit wie möglich zukommen. Hast du dich auch persönlich Ziele, die du dir steckst? Also weiß ich, der eine sagt, er will so und so viele Tore schießen, der andere sagt, ich will so und so viele vorbereiten, ich will verletzungsfrei bleiben. Es gibt ja immer so Ziele, die man sich steckt. Gibt es für dich persönlich da irgendwas? Natürlich steht an erster Stelle meine Gesundheit, dass ich verletzungsfrei bleibe, meine ganze Saison durch. Ich habe letzten anderthalb Jahre oder zwei auch immer wieder ein paar Rückschläge erlitten und ansonsten, mir geht's gut, ich bin schmerzfrei. Ansonsten steht der Erfolg der Mannschaft, wie gesagt, über allen. Und wenn der stimmt, dann profitieren alle davon. Ich freue mich, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und viel Glück in die Zukunft. So, das war's jetzt für heute aus Berlin. Die Fans waren zufrieden, die Profis waren zufrieden, die Hütte hat gerockt, es war voll und ich würde mich freuen, euch beim nächsten Event wieder begrüßen zu dürfen.